Hallo, hier ist Martin von MoneyMan. Hier ist das die DAX-Analyse für Donnerstag, den 15.08.2024. Und unser DAX hat ja auf faulen Haut gelegen, ruhige Kugel geschoben. Nicht viel geschafft. Ja, wobei nicht viel kann man gar nicht sagen. Wir haben die 29 angeschlagen, also nächste Ziel abgeklappert, die nächste Nuss im Kasten hier. Und oft vergesst es man nicht, ne? Der Fall hier, der war ja nicht zeitlich getrieben, der war ja auf die 29 bezogen, da waren wir jetzt. Und deswegen dürfte es interessant werden, ob jetzt hier denn mal eine Reaktion kommt. Wir haben jetzt hier noch ein paar wichtige Sachen vor der Nase. Das ist einmal die 18. Die 17,59, das ist dann die obere Gap-Kante, auf sowas steht der DAX einfach, das sollte man immer ein bisschen mit dem Hinterkopf behalten. Und dann geht es hier um den Gap-Close, liegt ungefähr bei 18, nee, nicht ungefähr, der liegt so ziemlich, wartet, der liegt bei, Schluss ist hier, Close 18,023. Bei 18,023 geht dann das Gap zu, sozusagen wichtiger Punkt, im Tagesschart müssen wir auch das mittlere Band dort liegen haben. Gut, liegt jetzt noch ein Stückchen höher, aber es fällt ja jeden Tag und auch sehr deutlich fällt es. Ja, das wird schon hinkommen. Das wird schon hinkommen. Das wird auch so neben dem Dreh rumliegen. Dann, ja, mittlere Tagesband. Gap Close, das letzte Pullback-Niveau. Wäre also ein schöner Bereich, um Donnerstag ein bisschen nach unten durchzuzwirbeln. Denkt dran, die Donnerstag im DAX, die haben immer gut Schwung drin, manchmal in der Hüfte. Also, wenn der da oben dicke rote Stundenkerze hinstellt, sofern er denn überhaupt so weit noch kommt, momentan ist er ja sehr ruhig, ja, kann das durchaus sein, dass es den. Ah, locker, bis irgendwie, keine Ahnung, 67 wieder zurückschraubt. Also einmal vielleicht sogar unter den Tag, auf jeden Fall noch zurück. Vielleicht sogar ans Vortag. Ist das zu viel verlangt? Muss jetzt mir doch auf die Zunge beißen. Da müssen wir sagen, zu ultra langsam. Aber die Volatilität, die letzten Tage war schon. Ja, das war jetzt bloß der Mittwoch, der hier Dollar rausgesprungen ist. Jetzt haben wir da. Die Woche ist nicht dünn, das muss man sagen. Jetzt ist die Frage. Sollte man jetzt zum Donnerstag lieber weniger warten? Wenn wir weniger erwarten müssten, wäre es schon die 17,50. Die Reaktion auslöst die Gap-Kante, da steht der DAX drauf. Das finde ich immer geil. So Gap-Kanten abreagieren, wenn alle denken, jetzt macht das Gap zu und macht das doch, nicht springt von der Gap-Kante weg. 17,59, dann unter dem Freitag drunter. Das wäre wirklich Softie-Programm für den Donnerstag. Softie-Programm irgendwie 8,50 wieder zurück. Ja, oder hier knapp drunter, 8,30, lassen 8,30 machen. Ja, 59, 8,30 und wieder zurück auf 900. Das wäre das Soft-Programm für Donnerstag, angepasst auf die aktuelle geringere Wochenzyklik oder die, nicht Zyklik, sondern die geringere Wochenvolatilität, die wir diese Woche haben. Kommt aber in Form, will auch was leisten, denke ich, ist eine 18,30 drin. Dreht er sich von dort runter, könnte man locker unter den Mittwoch einmal drunter schlagen, also auch unter die 800. Oder vielleicht genauso wie 800, ja, so 867, da rein und dann wieder zurück. Wieder zurück auf Start. Das wäre perfekter Donnerstag, würde mir gut gefallen. Für den Fall, wir haben mehr Bewegung. Das sind halt die wichtigen Punkte, ja, so kann man es ja auch sagen. Wir haben da oben diese 18,23, 18,30. Wir haben hier die 17,50. Das sind oben schöne Marken, die jetzt zucken können. Sollte runtergehen. Ja, ist halt die 800 und das nächste Interessante. Die 800. 67, die Zone. Ja. 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 Und nicht 30. Hier drunter. Wenn das Softie-Programm machen will. Ja, so wird es sogar fast stehen lassen. Wichtig wäre auch bloß, bevor man shortet, dass da auch irgendwie ein bisschen was Rotes da ist. Den auf jeden Fall über dem Hoch absichern. Ja, für den Fall, der nutzt die Gunst der Stunde. Jetzt, wo alle denken, ja, Donnerstag schaukelt hin und her. Nicht, dass er nach oben durchschaut und abhaut. Also solange der auf grünen Stundenkerzen stehen bleibt, da wirklich ein bisschen vorsichtig dann in der Short-Position, der kann da locker auf 4, 5, 6 so eine Dinge aneinander rein. Na, steht er dann doch irgendwo bei 18,100, 18,150 und hier unten sind dann alle Short gegangen, ja, weil das die super tollen Pullback-Marke sind. Ich kann mich da nur wiederholen, ja, das ist ein Entscheidungsbereich. Entweder der nimmt ihn an und ballert sich von hier komplett einer hinter die Birne und knallt wieder unten auf neue August-Tiefs hinweg, weil er den Ausbruch nach unten bestätigt. Oder es ist ihm scheißegal und dann sagt sich, naja, die Jungs hier, die haben halt alle ein bisschen übertrieben. Das ist ja ein politisches Trendfortsetzungsmuster. Ich erinnere mich, da war was und geht wieder irgendwie zurück und spielt das Ding aus. Und dann sollten wir uns damit langsam arrangieren oder erfinden, dass er wieder Richtung obere Kante zurückläuft. Ja, das ist hier der Entscheidungsbereich, ja. Das ist der Entscheidungsbereich, ob der jetzt wieder zur oberen Kante und oben rausgeht oder hier abdreht, reindreht und unten auf neue Tiefs macht. Das ist hier diese Zone, das stecken wir mitten drin. Die ersten haben wir schon angerannt hier, die 8,30, damit hat es angefangen. 9,20 ist jetzt die zweite. Denk dran, ja, das war letzte Woche, das waren unsere drei Rücklaufstationen. 8,30,
die 29 und die 18:30 hier oben. Das sind die drei Stationen. Und da ist mitten drinne, mitten drinne. Ja, deswegen hier halt wirklich drauf achten, wie geht der jetzt Markt um. Und ich denke auch nicht ohne Grund lässt er sich jetzt hier so feiern. Ja, der wartet einfach auch ein bisschen, dass er vielleicht nachrichtenseitig auch eine Unterstützung kriegt, um in die eine oder andere Richtung das Ding dann spielen zu können. Ja, aber das ist hier der Entscheidungsbereich. Ja, Freunde, ich denke, wir können es so stehen lassen. Lassen Donnerstag ein bisschen zappeln. Aber wie gesagt, nicht übereifrig gegenklopfen. Sollte der da aber schöne rote Stundenkerze an der 18:30 oder 17:59 stellen. Kann man probieren. Aber mir wäre nur wichtig, dann auch wirklich den Stop-Loss, also klar zu begrenzen, im Long wie im Short, muss sein. Ja, weil wenn man, das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass man sich jetzt hier mitten in der Mitte, sag ich mal, falsch festlegt, ohne Stop-Loss. Und dann macht er hier wirklich unten raus den Anspruch voll und man sitzt dann da 2000 Punkte minus aus oder eben auf der Oberseite. Muss man nicht haben. Muss man nicht haben. Ja, das braucht keiner. Ja, und ein klares Exit-Management und jo. Das ist es. Ich mache zu. Wünsche euch was. Bis morgen. Tschüss.